Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Forest. Ja, heute holen wir uns das letzte Sprengloch. Ich habe mal off-screen, ohne aufzunehmen, ein bisschen mal geguckt, wo ich dachte, dass da das Loch ist, aber ich habe es absolut... leider absolut nicht gefunden. Dann habe ich mir leider doch die Map rausgeholt. Ein bisschen ärgerlich. Und zwar das Loch hier brauchen wir noch. Dann haben wir es. Tut mir leid, dass ich das jetzt leider so machen musste. Ich möchte aber ehrlich sein. Eigentlich wollte ich das nicht, aber wir finden sie. Ich weiß ich nicht. Ich hätte sie, glaube ich, niemals gefunden. Ich habe auch extra, wie man schon sieht, hier alles ausgemacht. Und Artefakt, ja. Aber sonst habe ich hier auch alles ausgeschaltet, damit ich hier nichts anderes gespoilert bekomme. Okay, ja, Cockpit steht da halt, ja. Aber das, da waren wir schon, also ist das nicht ganz so schlimm. So. Ich finde es selber schade, dass ich das so gemacht habe. Aber ich hätte es nicht gefunden. Andere hätten wahrscheinlich gesagt, geil, ich habe es gefunden von mir aus, obwohl es gar nicht der Fall ist. Dürfte ich da hinten hin oder... Wollt ihr da stehen bleiben und aufs Wasser schauen? Wo der Sprengloch hier genau ist, weiß ich natürlich nicht. So, die Frau schon dran vorbei bin. Wenn die Sprunglöcher angezeigt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Persönlich hätte jetzt nein gesagt. Aber jetzt wiederum hätte ich gesagt, ich bin schon dran vorbei an dem Loch. Ups. Ich hätte gesagt, wir sind schon vorbei. Boot ist hier. Okay, ich glaube, das kommt schon. Ah, für mich ist das jetzt ja auch. Wow, hier sind gerade viele Pflänzchen. Oh, Uhr. Oh, die Uhr vibriert. Also den hier oben glaube ich noch nicht zu haben. Sehr geil. Wie gesagt, sorry, dass ich das so rausgesucht habe. Stimmt, ja. Ja. Wir werden hier ganz fix ein Dings bauen, einen Lockholder. Weil wir wollen hier nichts sinnlos verwahren lassen. Auch
Wenn es jetzt nicht notwendig ist, absolut nicht. Aber wozu soll man das jetzt hier alles? Oh. Kopf wegschmeißen. Okay. Na. So. Hier waren auch schön viele Baumstämme. Gut, sehr schön. Jetzt bauen wir uns mal die Waffe zusammen. Gut, jetzt habe ich so gesehen. Gescheatet, gefällt mir auch nicht so ganz. Aber wir haben eine Weapon. Achso, da. Mit 31 Schuss. Sehr schön. Wenn man natürlich erst im wichtigsten noch benutzen. Aber zu mir wurde was anderes gesagt, wir sollen was ganz anderes benutzen. Das seht ihr später. Und jo. Wir gehen jetzt einfach zu unserem Haus zurück. Ich werde abspeichern und essen. Natürlich irgendwie verfolgt werde. Ich muss natürlich ganz schnell was trinken, dass ich Energie habe oder einen Energiemix essen. Hier hängt aber eindeutig genug Fleisch und ich habe hier sogar noch Gutes. Das kommt nach hier. Getrocknet und frisch essen, essen. Packen, packen. Fertig, fertig. Ist voll, bitte, bitte. Super, super. An. Und an. Hier ist Papier und da ist Blätter. Sehr schön. Ach, guck mal. Die Bäume sind ja auch zum Teil wieder nachgewachsen. Bis auf einer, der sich noch ein bisschen querstellt. Und hier können wir bestimmt... Ist schon voll. Ja. Der Herr war hier jetzt... genau, wie? Nochmal. Das gleiche haben wir beim anderen. Seht ihr gleich? Ich komme nicht drauf, wie das heißt. Vogelhaus. Wir haben hier nochmal ein Vogelhaus. Ich wollte gerade was anderes sagen, aber nee. Auf die anderen Seite. Auf der anderen Seite auch nochmal. Ich möchte das hier auch so klein halten wie möglich, sonst hätte ich ja hier auch ein Baumhaus. Hätte ich ja auch ein Baumhaus hinbauen können. Aber das möchte ich nicht. Hat auch was gehört. Sammle zwei Baumstämme. Okay, gut, nee, dann nehme ich die da raus, sonst hätte ich jetzt einen Baum gefällt, aber das lohnt sich dann eher weniger.
Jo, speichere ich mal kurz ab. Genau. Gut. Ich würde jetzt sogar schlafen. Ich schlafe mal kurz. Dann. Joa. Es ist Tag. Ist auch gut. Ist besser. Dann futter ich noch was. Essen brauche ich nicht. Und dann gehen wir mal in die nächste Höhle. Achso, das schließe ich hier, oder? Ja, das schließe ich jetzt hier mal. Und jetzt mal gucken. Ich habe eine Höhle scheinbar nicht markiert, wo ich aber schon war. Gut, das Doofe ist, dass ich noch mit anderen im Multiplayer spiele. Nicht, dass ich mich da jetzt in irgendeiner Art und Weise vertue, was ich da gemacht habe, dass ich denke, hier gemacht zu haben. Also immerhin, komme nicht drauf. Die macht hier ihren Job echt gut. Auch wenn sie viel schläft. Aber immerhin, wenn ich weg bin, füllt sie wieder alles auf. Das ist nett. Das ist Service. Das ist Service. Okay, Spaß beiseite. Brauchen wir jetzt auch wieder. Haben wir jetzt durch diese kleine Party da unten leider nicht mehr. Regt mich ein bisschen auf. Aber naja. Ach Gott, das ist ein Hasen. So, in der Höhle waren wir hier im Dorf auch schon. Dann würde ich jetzt mal hoffen, dass wir jetzt nur noch ein Dorf haben. Nur noch eine Höhle haben, in der wir halt noch nicht waren. Sehr. Und das ist dann halt die wichtigste Hürde. Welche ich dann doch nicht in 4K aufnehmen werde, damit es ruckelfrei, so ruckelfrei wie möglich bleibt und auch die 60 FPS immer da sind. Das ist ja manchmal, ganz selten, schon bei 1440p nicht der Fall. Obwohl die Grafikkarte da sogar limitiert. Habe ich gesehen. Die limitiert dann. Hier war ich doch schon. Bei dem war ich mir nicht sicher, aber doch, hier war ich schon drin. Ich persönlich würde wirklich sagen, dass wir wirklich in jeder Höhle waren. Ich hoffe es. Ich hoffe sehr. Ich hoffe es sehr. Falls nicht. Sorry. Das ist ja cool, das mit dem Stein da oben. Da müsste es eine Interaktion geben. E drücken. Runterschu. Das wäre ein cooles Easter Egg. Oh, schade. Schade. Hier schön vorne alles freischippen und dann runterrollen lassen. Das wär ein cooles Easter Egg. Also falls einer von meinen 10 oder 15 Zuschauern ein Moderator davon ist, von The Forest, schreibt denen das mal, sagt denen das mal, Easter Egg. Die Frage, wohin geht jetzt die Flagge? Nach rechts unten zu den vielen Zelten oder bleibt er da oben bei den, ich glaube, zwei? Wenn er jetzt sich nach rechts verschiebt, dann
nachdem wie nah ich dran sein muss. Oder teilt er sich sogar auf? Weil ich weiß, dass da zwei Höhlen sind. Ah, nee, geht tatsächlich. Ah. Da haben wir doch schon beide. Wir müssen fertig sein mit Höhlen. Ja, da ist die andere Höhle, genau. Unten am Strand. Am Strand nicht, am... Ich weiß es nicht. Und hier oben, doch, wir waren tatsächlich, wir waren hier auch schon drin. Also ich persönlich würde sagen, ja, wir sind fertig. Und wie gesagt, ich hoffe, ihr hört meinen PC nicht, der ist jetzt auch gerade bei 70 Grad. Der wird demnächst geköpft. Und dann ist er kühler, hoffe ich. Ich hoffe oben locker 10 Grad. Das wäre schon sehr schön. Da kommt ein neuer Vakü rein. Ach ja. Ja Leute, ich würde sagen, das war's wirklich. Die waren überall. Könnt ihr gerne nochmal in die Kommentare schreiben, ob wir irgendwas vergessen haben. Oder ich. Irgendeine Höhle. Aber ich persönlich würde wirklich sagen, nein. Ich dachte, da liegt jemand. Ah, sah gerade eklig aus. Ich kann nur... Gut. Damals wollte ich ja das mal so machen, dass ich in die Höhle reingehe und zwar indem ich komplett versuche, solange es geht, es ist nicht sehr lange, rot reinzugehen, also halt mit Farbe reinzugehen, dass die mich nicht angreifen. Aber wie schon gesagt, das geht nicht, das hält nicht lange an. Und ja, rote Farbe hätte man nämlich hier. Ich mache sie mal ran, vielleicht haben wir Glück und es regnet nicht. Ich versuche es einfach mal. Und in der nächsten Folge gehen wir dann schön in die Höhle rein. In die Höhle. Okay. Wir beschleunigen das Ganze mal. Wir haben eigentlich ja sowieso alles. Die Club-Axt haben wir. Haben wir auch. Gut, die Keule. Wir haben, ich glaube, wir haben alles. Ich glaube, eine Kassette fehlt. Ah ne, die ist drinne, die ist drinne. Das Bein, ja, das ist halt die Frage. Vielleicht ist das Bein ja auch im in der Höhle, wo wir jetzt gleich reingehen drinne. Ich hoffe es. Ich hoffe es sehr. Das wäre mir schon sehr wichtig. Und die Höhle sehe ich schon von hier. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen, abonniert mich, gebt dann nach oben, schreibt in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat. Ciao.